Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Und nun ist es endlich soweit, der 28.09.2018 ist gekommen, der Release der Ultimate Edition und zeitgleich auch der Release der ersten beiden Fahrzeuge des Autopasses. Und ein Fahrzeug davon, ich habe es ja schon angekündigt, ist nichts Geringeres als dieses Kfz hier, der Königsegg Agera RS, der Rekordhalter bei 0 auf 400 und wiederum auf 0, ja, hat den Chiron einfach mal um 5 Sekunden deklassiert. Auch was die Topspeed angeht, ist dieses Fahrzeug mit eingetragenen oder gemessenen 447,23 km/h das schnellste. Auch obwohl man sagen muss, es gab auch nochmal eine Fahrt, wo das Fahrzeug sogar 457,53 km/h geschafft hat. Also nochmal 10 km/h schneller. Da einfach nochmal der Hinweis, wenn diese Höchstgeschwindigkeitsmessungen stattfinden, da muss man immer in zwei Richtungen fahren, also einmal hin und einmal zurück. Und dann wird, glaube ich, die Durchschnittszeit oder irgendwie sowas genommen. Und ja, also einmal 447 gerundet und einmal 457 gerundet. Ja, 457 km/h. Und die erste Frage, die euch jetzt natürlich stellt, ist wahrscheinlich, fährt er das denn hier auch im Spiel? Und ich würde sagen, gar nicht so lange schnacken. Wir gehen einfach direkt mal raus und testen das. Wir fahren direkt zur Autobahn und zum Glück habe ich ja diese tolle Villa hier gekauft. Ja, die ist ja nicht so weit weg von der Autobahn. Aber, boah, freue ich mich, dass der jetzt hier im Spiel ist. Der Agera RS ist, ich meine, wir hatten den normalen Agera schon. Wir haben auch den One, 01. Aber der Agera RS ist halt doch schon nochmal ein bisschen eine andere Geschichte, muss man einfach sagen. Wie gesagt, ist aktuell das schnellste Serienfahrzeug der Welt. Und das ist einfach schon eine Ansage. Und ich muss einfach sagen, die Schweden, die sind einfach verrückt, aber im positiven Sinne. Ich liebe die Schweden, ja. Nicht nur wegen diesem Fahrzeug, aber auch unter anderem. Und geil. Ja, erst vor für euch 2 Folgen den Chiron gefahren und jetzt gleich das hier. Also ihr kriegt ja hier gleich mal die volle Breitseite, was die Megacars hier angeht. Wie der auch schon macht. Das ist ein Raumschiff, ey. Das ist echt ein Raumschiff. Oh, ein bisschen zu viel Gas gegeben und schon geht er ab. Das wäre ja gleich lustig. Ja, Leute, ich würde sagen, ich halte die Klappe voller Spielsound und dann gucken wir mal, ob wir diese 450 Sachen draufkriegen. Ich bin mal sehr gespannt. Also, viel Spaß. Alter Schwede, nie hat dieser Spruch besser gepasst. What the fuck? Geil. Alter, ist das geil. Woo. 440 Sachen fährt er, also da schon mal die Ansage, er fährt auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück schnell. Ihr könnt auch ganz kurz mal, wenn wir in das Tuning hier reingehen, hochgerechnet soll anscheinend sogar 450 gehen. Also ich glaube sogar, dass die Aerodynamik hier, wobei die ist schon ganz runtergestellt,
Ja, interessant. Ja, vielleicht einfach ein bisschen mehr Anlauf und so weiter. Weil so aktuell hatte ich so das Gefühl, bei 440 hat er jetzt abgeriegelt, aber hier steht 450 und das kommt ja dann auch dem hin, was er schaffen kann. Und ey, was ist denn das für ein geiles, krankes Teil? Ja, vielleicht auch nochmal zum Auto selber. Hier haben wir auch nochmal die Leistungseckdaten hier vom Fahrzeug. Ihr seht's, 1000 kW, 1371 Newtonmeter Drehmoment und das Ganze auf 1,4 Tonnen Gewicht. Und da ist auch der wichtige Hinweis beim Agera RS. Der normale, also wenn man Agera RS bestellt, sage ich jetzt einfach mal bei Königsegg, der wurde ja ab 2015 gebaut, hat man normalerweise einen nur 865 kW starken Motor, was umgerechnet 1175 PS sind und nur 1280 Newtonmeter Drehmoment. Aber man kann optional auf Wunsch, ich weiß gar nicht, ob das von Anfang an der Fall war oder ob das erst später der Fall war, auf jeden Fall, man kann optional eben den Motor des Königsegg 101 dazu nehmen, der eben diesen 1360 PS starken Motor hat. Und den haben wir hier auch verbaut. Und eben mit dem wurde auch die Rekordfahrt gemacht. Also mit diesem Motor des Königsegg 101 im Agera RS. Und so haben wir ihn halt auch im Spiel. Und das finde ich auch sehr geil. Und vor allem auch die Lackierung, die wir haben. Es ist auch die einzige Lackierung, die man wählen kann tatsächlich bei dem Fahrzeug. Ist auch die Lackierung, die sie bei der Rekordfahrt hatten. Normalerweise gab es den RS auch in verschiedenen Farben. Aber eigentlich mit dieser Farbkombi, mit diesem, ich sage jetzt mal Bordeaux-Rot, erkennt man sofort, okay, das ist hier das Rekordfahrzeug. Und ey, weil es so schön war, ey. Nochmal den Weg zurück, würde ich sagen. Einfach nur krank. Dieser Durchzug, ey. Der marschiert bei 300 auf 400, so wie manche Fahrzeuge von 0 auf 100 nicht. Ja, alter Schwede, kann man da echt noch sagen. Jetzt schafft er ein bisschen mehr. Jetzt geht es hier ein bisschen bergab. Sehr gut. 450, 451. Alter, 402, 350. Alter. Ich glaube, andersrum geht es ein bisschen bergauf. Deswegen, ja, gehen wir ein bisschen rüber. Ey, Leute, ey. Also, selbst wenn ihr den Autopass nicht besitzt, also an die Standard Edition Besitzer, ihr könnt ja dann auch ab Dienstag loslegen. Also, das Ding ist doch auch ein bisschen was wert, oder? Also, ein bisschen ein paar Euro wert. Ey, das ist ja der kranke Wahnsinn. Ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Ich bin total begeistert. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mega, mega cool. Ja, vielleicht auch nochmal zum Rekord von 0400-0. Das nicht nur, dass er 5 Sekunden schneller als der Chiron war. Er brauchte. Moment, ich habe es hier aufgeschrieben. Wir haben mal hier ein paar Notizen gemacht. Er brauchte 26,88 Sekunden, um von 0 auf 400 zu beschleunigen. Und 9,56 Sekunden von 400 wieder auf 0 runterzukommen. Insgesamt waren das dann 36,44 Sekunden. Und später haben sie den Rekord nochmal versucht in Nevada. Und da haben sie den nochmal gebrochen. Da haben sie dann nur insgesamt 33,29 Sekunden gebraucht. Das heißt, von 0 auf 400, Entschuldigung, haben sie genau 24 Sekunden gebraucht. Was ungefähr einer Strecke von 1,74 Kilometer entsprochen hat. Und das Bremsen hat 9,29 Sekunden gebraucht, was einer Strecke von 499,3 Meter entsprochen hat. Das heißt, wenn man das mal zusammenrechnet, grob jetzt überschlagen, heißt es halt einfach bei 2250 Meter, sage ich jetzt einfach mal, braucht das Fahrzeug von 0 auf 400 wieder auf 0 zu fahren. Also knapp, sage ich jetzt mal, 2,5 Kilometer, ein bisschen weniger. Das ist einfach nur heftig. Einfach nur heftig. Wir können die ganze Zeit jetzt die Autobahn ballern, aber das machen wir nicht. Wir gehen mal zurück zum Ding und tunen da mal ein bisschen und gucken, was wir tunen können. Beziehungsweise, ich habe eine andere Idee. Wir haben noch einige Häuser noch nicht gekauft und wenn nicht ein Haus kaufen, wird man mit dem Agera RS vorfahren. Da weiß doch gleich der Immobilienmakler, okay, kein Problem, der hat die Kohle für ein Haus. Und deswegen gucken wir mal, welche Häuser wir schon entdeckt haben, aber noch nicht gekauft haben. Und ich glaube, wir können nämlich das ein oder andere auf jeden Fall kaufen. Das haben wir. Das haben wir schon. Das werden wir uns nicht leisten können. Noch nicht. 15 Millionen. Hier oben haben wir aber noch eins. Die Croftdale Farm. Da können wir eigentlich gleich mal hinfahren. Und ich glaube, da unten habe ich auch noch eins. Und wir haben auch tatsächlich noch Häuser nicht entdeckt. Weil es gibt insgesamt 10 Häuser. Und wenn ich richtig gerechnet habe, sind das jetzt... Moment. 1, 2, 3, 4, 5...
6, 7, 8. Ja, ich habe erst 8. Also mir fehlen tatsächlich noch 2 Häuser, die ich noch nicht entdeckt habe. Aber zum Beispiel hier vielleicht ist hier ein Haus oder so. Also ich habe ja auch noch nicht alle Straßen entdeckt. Ja, aber die, die ich entdeckt habe, können wir hier mal abchecken. Beziehungsweise also das hier können wir mal kaufen. Auf jeden Fall. Und das hier kostet auch, also die kosten beide 550.000 zusammen. Das habe ich gerade so auf der hohen Kante. Deswegen fahren wir da mal hin. Und dann können wir ja auch dann vor Ort dann direkt tunen. Ah, ist das geil. Ist das geil, ey. Ich habe echt Tränen in den Augen. Und das nur von einem digitalen Auto, ja. Aber es macht einfach Laune. Es macht einfach Laune. Und es hat der ein oder andere auch schon geschrieben, boah, Ray, ey, voll geil, dass du so viele Folgen raushaust. Aber hey, übernimm dich nicht und mach dir das Spiel selber nicht kaputt, indem du zu viel zockst. Ey, Leute, ich habe so Bock, das Spiel zu zocken, weil das einfach so unglaublich viel Spaß macht. Und keine Sorge, ich übernehme mich ganz gewiss nicht. Ey, das ist, ich hab's schon mehrfach gesagt, also ich will's noch nicht final sagen, aber aktuell ist meine Sachlage wirklich so, Forza Horizon 4 hat definitiv das Potenzial und aktuell auch das Gefühl in mir, das beste Forza-Spiel, damit meine ich auch die Motorsport-Reihe mit einbegriffen, aller Zeiten zu werden, wirklich jetzt. Und ich bin, das wissen vielleicht einige hier im Kanal, eher der Motorsport-Typ. Ich bin eher jemand, der sagt, boah geil, ich liebe es auf der Rennstrecke zu fahren, Rundenzeiten zu klöppeln und so weiter. Und natürlich liebe ich auch Horizon, ganz klar, aber trotzdem, also das Spiel, es ist, ja, es ist einfach geil. Und was ich auch sagen muss, ein paar Leute haben ja schon gespielt, den halben Tag, sage ich jetzt einfach mal, haben die Leute ja schon gespielt. Und ich weiß nicht, wie der Stand ist, wenn wir nochmal hier drauf gehen, aber wenn wir auf die Club-Bestenliste gehen, wir sind aktuell Dritter in der Welt und ja, aktuell haben wir vielleicht Chance auch Apex Racing, wobei Apex Racing, das sind richtige Freaks, einzuholen, aber es sind nicht so viele Punkte, die noch fehlen. Und unser zweiter Club ist mit hier mit 58 Millionen Einfluss auch schon auf Platz 5. Das heißt, wir haben Platz, also Club 1 und 2 aktuell in der Top 5 der Welt. Das ist auch richtig geil. Und deswegen Dankeschön an euch. Und wie gesagt, im Club 2, PXH 2, PXH Performance, es sind noch Plätze frei. Und wenn der voll ist, keine Sorge, es wird einen dritten Club geben. Den werden wir auch machen. Und ja, also seid sicher, wenn ihr zur PXH-Familie gehören wollt, im Sinne von, wenn ihr in so einen Club wollt, ihr werdet auf jeden Fall Platz kriegen. Und ihr werdet auch keinen Nachteil haben, wenn ihr in Club 3 seid. Also das, ihr müsst nicht in Club 1 sein. Ihr werdet in allen Clubs auf jeden Fall ein Teil sein. Ich sehe die ganzen Clubs als ein Gesamtwerk an, sage ich jetzt einfach mal. So, und da haben wir das gute Ding. Croftdale Farm. Und dann kaufen wir das Ding jetzt uns einfach mal. Ich habe diese wundervolle kleine Bergzuflucht gefunden. Falls du mal eine Pause vom Lärm und hohem Tempo brauchst. Mit einem kleinen Grundstück und Blick auf den Fluss. Dir sind Lärm und Geschwindigkeit lieber, was? Hey, wie du magst. Ja, mein Outfit ist super sexy, wer es gestern verpasst hat. Wir haben gestern einen Release-Stream gemacht, beziehungsweise einen Stream in den Release der Ultimate Edition hinein. Da habe ich mal so ein bisschen richtig einen rausgehauen, was das Outfit angeht. Ja, auf jeden Fall bekommen wir einmal das Schaf als Hupe und Super Wheelspin und es kostet uns 200.000. Geben wir gerne aus, machen wir. Sehr schön. Wir müssen alle mal rauskommen, nicht wahr? Ist aber ein schönes Häuschen, muss ich sagen. Also klar, Farm, aber finde ich nett, muss ich sagen. Nein, möchte ich nicht als Zuhause festlegen. Da bleiben wir bei der Villa. Ja, wenn schon, denn schon. So, da muss ich gerade mal kurz einen kurzen Schluck trinken. Ne? Man muss ja anstoßen auf ein neues Haus. Und ja, wir gehen ins Tuning rein und gucken mal, was wir denn machen können. Also am Motor nix, was aber schon klar war bei dem Motor. Der ist aber auch krass genug. Wir könnten aber ein Allrad einbauen. Okay, der nimmt anscheinend mega Geschwindigkeit. Oh, so viel Geschwindigkeit nimmt er nicht weg. Also, die Balken sind nicht immer richtig, ne? Aber, ja, wir machen mal Allrad. Weil, klar, dann müsste das Ding ja nochmal ordentlich besser beschleunigen. Dann, Reifen können wir. Wir können. Was? Der hat nur Sportreifen? Willst du mich jetzt trollen? Wie krank ist denn der Scheiß, bitte? Das heißt, wir können jetzt noch also Semi-Slick-Mischung drauf machen. Offroad, klar, und auch Dragster-Reifen. Aber, ey, wie krank ist denn das, bitte? Ja, okay, da machen wir sofort drauf. Dann können wir die Reifenbreite noch ändern. 295 und hinten können wir 355. Wir haben jetzt
alle Werte auf 10 bis jetzt auf Geschwindigkeit. Und eigentlich hat er Geschwindigkeit auch eine 10, weil, ja, ich meine, schneller geht eigentlich kaum, ne? Und Felgen, ich weiß nicht, gibt es leichtere Felgen? Würde mich jetzt mal interessieren. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil das sind ja tatsächlich, das sind hier die leichtesten Felgen und es ist nicht weniger, deswegen. Serienfelgen sind die leichtesten, weil es sind ja auch Carbon-Felgen. Wir können die Größe zwar ändern, machen wir jetzt aber nicht. Es würde zwar ganz schick sogar aussehen, aber allein wegen der Performance nicht. Aber was wir können die Spurweite bei dem Fahrzeug ändern, was ich extrem krass finde. Wobei ja, ein bisschen könnten wir es tatsächlich machen, also es geht eigentlich klar. Geht voll klar, die Spurweite zu ändern. Und dadurch würde der Grip auch nochmal besser werden, weil, ja, breiter. Also hinten geht vollkommen klar. Hey, vorne meine ich und hinten. Ja, das würde optisch jetzt ein bisschen besser aussehen, weil ich mag es nicht, wenn die Reifen so rausgucken, aber ich glaube, aufgrund der Performance, also man kann es schon machen, würde ich sagen. Man kann es schon machen und es würde auch nochmal ein bisschen Grip bieten. Was mich jetzt interessiert, kann ich jetzt noch breitere Reifen machen? Nee. Okay. Weil bei den Bodykits ist ja so, dass dann noch breitere Reifen freigeschaltet werden, aber ja, machen wir mal so. Was können wir hier noch machen? Wir können noch eine Kupplung einbauen. Getriebe. Okay. Gucken wir mal. Dann das können wir noch. Und Diff können wir noch einbauen. Und jetzt, was können wir hier noch machen? Wir können Offroad oder Drift. Drift sieht auch böse aus. Nee, machen wir nicht. Überrollkäfig machen wir auch nicht. Aber wir können Gewichtsreduzierung nochmal machen. Auf 1,3 Tonnen. Alter. Alter. Gut, jetzt steht es nur 388 km/h da. Das ist nicht geil. Ich dachte schon erst 488. Aber das werden wir gleich nochmal anpassen. Aber 1,6 Sekunden haben wir jetzt. Das werden wir alles gleich nochmal anpassen. Ja, für 40.000, sage ich jetzt mal, kriegen wir hier einen Vollaufbau hin. Und ich glaube, das Auto wird eines der besten Autos im Spiel sein. Also würde ich jetzt einfach mal ganz kackendreist behaupten. Der Koenigsegg 101 war schon krass im Vorgängerteil, wenn man den richtig eingestellt hat. Jetzt muss man mal kurz gucken, beim Getriebe durch. Glaube ich, durchs Renngetriebe hat sich da jetzt halt einiges verstellt. Und wir haben jetzt, glaube ich, auch nur noch 6 Gänge, kann das sein? Dass dadurch das sich ein bisschen auch verstellt hat. Aber gut, wenn wir die 6 Gänge richtig nutzen, reichen die auch aus. Haben jetzt hier 52,5,8. Wir gucken jetzt mal, was wir hingekriegen. 53. 53, 3. 6. 9. 54. 54. Es bleibt bei 54. 54. 54. Okay, da haben wir wieder verloren. Okay, dann machen wir das so. Wobei hier ist die Beschleunigung besser, ne? Interessanterweise. Okay, machen wir Kompromiss. Wir nehmen mal das hier. Aber wir können ja den letzten Gang einfach. Perfekt. So, das lassen wir alles mal. Ich will jetzt da gar nicht groß was umstellen. Wobei, durch den Allrad könnte er sich schon anders verhalten. Wir machen den aber auch mal ein bisschen tiefer. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Aber ich glaube, das schadet dem Fahrzeug nicht. Federn relativ weich. Stabis. Ich glaube, Stabis müssen wir, einfach zur Erklärung, Stabis stellt man eigentlich immer dann ein, für die Kurvenfahrt, also nicht für die Einfahrt oder die Ausfahrt, sondern für die Fahrt selbst. Und gerade wenn man so einen Heckantrieb auf Allrad umbaut, ist eigentlich die Regel schon so, dass man den Stabi vorne weicher macht. Deswegen mache ich das einfach schon mal, ohne es vorher getestet zu haben. Den Rest lasse ich aber erstmal. Auch an der Aerodynamik ändere ich jetzt mal nicht. Vor allem, wie viel du interessierst, wenn du die Aerodynamik voll hochklöppelst, dann müsste das Ding ja richtig böse um die Kurve schießen. Und ja, beim Diff werden wir natürlich auch ein bisschen aktiv werden. Dann würde ich sagen, machen wir mal, ja, da können wir schon deutlich mehr machen, denke ich mal. Oder 80% vielleicht, so. Und dann auch hier, wir wollen bei weitem nicht so viel sperren an der Vorderachse. 20% vielleicht. Hier machen wir auch mal 70-70 Verhältnis. Ich glaube, das passt erstmal. Übernehmen wir. Ja. Und dann geht es aber auch wieder raus. Wir wollen ja nicht so viel Zeit verdrödeln. Und dann fahren wir zum nächsten Haus. Von hier aus. Und kaufen uns das auch noch. Und Blitzerzone gescheitert. Das ist mir schon was von egal. Und dann gönnen wir uns dieses Schätzelein hier noch. Alter. Alter, durch ein Allrad ist es halt nochmal eine ganz andere Welt. Weil er jetzt halt viel mehr Grip hat. Ey, was ist... Das ist so krass, ey. Also da könnt ihr euch sowas von sicher sein, dass ich hier noch ein Tuning machen werde. Also ein richtiges Tuning. Richtig viel Arbeit reinsteckt. Das habe ich ja beim Koenigsegg 101 auch gemacht. In
Horizon 3 und das werde ich mit dem auch machen. Weil der hat so ein krasses Potenzial, was richtig, richtig Böses zu werden. Vor allem, du hast halt auch die Möglichkeit durch die Aerodynamik, die du einstellen kannst. Das heißt, du kannst hier ein richtiges Highspeed-Setup machen, du kannst aber auch einen richtigen Kurvenräuber machen. Und was heißt Kurvenräuber? Der geht jetzt schon mega krank um die Ecken. Trotz, dass die Aerodynamik komplett unten ist. Ey, das ist echt nicht mehr feierlich. Wie das auch klingt, wie so eine Turbine. Ja, alter Schwede, ey, Drift hat noch nie so gut gepasst. Geil, einfach nur geil. Will man jetzt überhaupt noch was anderes fahren? Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt durch den Leichtbau, also wir haben, durch den Allrad ist das Auto schwerer geworden, aber durch den Leichtbau wiederum wieder leichter. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall weniger Gewicht, als wir Leistung haben. Ne? Das muss man sich halt auch mal so auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon echt krass. Also quasi Königsegg 101 ist jetzt schlechter im Verhältnis. Oder ja, wir haben mehr PS als Gewicht und das ist schon echt heftig. Ja, durch den Allrad hat es Grip jetzt, hat es den Grip ohne Ende. Die breitere Spur und so. Und halt vor allem jetzt die Rennreifen. Das finde ich also krass. Dass er nur Sportreifen standardmäßig hat. Das finde ich halt richtig heftig. Das hilft natürlich auch. Und eben die Spurverbreiterung nochmal. Gut, so eine breitere Spur kann natürlich negativen Einfluss auf das Einlenkverhalten haben. Muss man sagen. Aber, ja, hier die eine oder andere Kurve merkt man schon, dass die aerodynamische Grip ein bisschen fehlt. Also wie gesagt, aber wenn man da... Standbild. Ich habe Standbild, okay. Ich mach mal kurz einen Cut, bis gleich. So, da ist selbst dem Spiel das Auto zu schnell, da sogar selbst das Spiel einfriert. Das hatte ich die ganze Testphase, sage ich jetzt einfach mal, noch nicht. Das erste Mal, dass das Spiel abgestürzt ist tatsächlich. Aber sei ihm verziehen, es läuft ja alles wieder. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ah, die Route habe ich noch nicht berechnet. Aber es ist ja gerade hier ums Eck. Nee, was ich zu Ende führen wollte, war, dass man fürs Rennen fahren und so weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man ein bisschen Aerodynamik noch dazu einstellt. Klar, die Topspeed ist da nicht mehr so krass, aber ganz ehrlich, wann oder wie oft braucht man hier in dem Spiel Topspeed? Gerade jetzt im neuen Teil ist es ja viel, viel kurvenreicher. Das heißt, man kann ja mit dem Setup ein bisschen flügeln. Und ich muss nicht unbedingt der volle Flügel sein. Kann man hier ein richtig krasses Fahrzeug, glaube ich, hinzimmern. Und das werde ich sicherlich, wie gesagt, irgendwann mal tun. Aber jetzt kaufen wir uns erstmal Kingfisher Cottage. Viel Spaß. Aber wie schon gesagt, sehr vorsichtig. Den Denkmalschutz willst du nicht gegen dich aufbringen. Ja, an sich auch ein schönes Hüttchen, aber wäre mir doch ein bisschen zu weit abgelegen, muss ich sagen. Aber ja, auch das haben wir. Und da ist auch noch so eine Tafel, die nehme ich jetzt gerade mal noch schnell mit. Steckt sich hier wohl im Busch oder so. Oder in dem Hüttchen. Hier drin, okay, dann müssen wir kaputt fahren, okay. Bäm, sehr schön. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall noch ein Rennen. Und was ich jetzt aber noch schnell mache, ist, ich speichere mal das Tuning einfach mal schon mal ab. Was wir noch machen können, ist ein bisschen vielleicht den Reifendruck raus. Ich speichere mal das Tuning einfach schon mal ab und anwenden und speichern, jawohl. Und das nennen wir jetzt einfach mal, boah, keine Ahnung, X Max, also X für All, also für Allrad quasi, Max und statt V Max, ne, weißt du? V Max ist ja, also V ist ja die Geschwindigkeit, die physikalische Einheit für Geschwindigkeit, und V Max, so berechnet man ja eigentlich die Höchstgeschwindigkeit, ne? Wenn man Höchstgeschwindigkeit angibt, redet man immer von V Max, ne? V Maximal. Und wir nennen das jetzt aber X Max, weil Allrad und trotzdem Maximalgeschwindigkeit und so weiter, ihr wisst Bescheid.
kompliziert über die Ecke gedacht, aber hey, so bin ich halt. Ja, das können wir eigentlich alle so lassen. Also wenn ihr das auch mal so testen wollt, wobei ihr könnt das auch selber tunen. Wie gesagt, das ist jetzt noch kein richtig krasses Tuning, das werde ich irgendwann mal noch machen. Aber was ich jetzt mal machen werde fürs Rennfahren, wir geben mal ein bisschen mehr Aerodynamik drauf, nicht voll. Ich glaube, ein bisschen drauf reicht da schon. Wir werden natürlich massiv Geschwindigkeit verlieren. Aber wir machen es einfach jetzt mal. Trotzdem noch 440 km/h. Alter, das ist ja richtig krass. Okay, Moment, gerade mal ausprobieren. Wenn ich jetzt einfach nur zum Test, wenn ich jetzt volle Aerodynamik mache, was passiert? Trotzdem noch bei 438. Ja, okay, dann machen wir trotzdem voll. Dann mache ich volle Aerodynamik, Leute. Das finde ich krass. Also, das ist immer noch so viel. Also, siehst du mal, wie viel Power das Ding hat. Wird natürlich länger gehen, um da hinzukommen, aber trotzdem. Und wir haben noch ein paar Wheelspins, glaube ich. Deswegen, die ziehen wir mal. Und ich habe in der Nachrichtenzentrale ein paar Nachrichten, tägliche Auszahlung. Okay, nehmen wir mit an Geld. Ja, dann machen wir mal den Super Wheelspin zu Anfang an. Und dann fahren wir noch auf jeden Fall ein Rennen, auf jeden Fall noch. Mindestens und Z4 von 2008, okay. Nehmen wir mit. Und dann haben wir noch 4 normale Spins. Und ihr habt ja gesagt, ich soll die ja in der Folge machen. Mache ich auch dann sehr, sehr gerne. Und dann gucken wir nochmal, was wir ziehen. Eine Flammenmütze, alles klar. Ja gut, der Winter kommt ja auch mal wieder. Da kann man, muss man sich ja warm anziehen. Kann man mal eine Mütze brauchen. Daumen runter Emote, okay. Wer will einen Daumen runter Emote? Das ist ja voll lame. Ein gelber Kapuzenpulli. Oder ist es doch ein Katzenpulli? Ja, das ist Wunschdenken gewesen, immer. Ein Aztekenparker, alles klar. Okay, also wieder mal super geile Spins, hat sich wieder mal richtig gelohnt. Was fahren wir denn für ein Rennen? Vielleicht eines, was wir vielleicht noch nicht gemacht haben. Deswegen machen wir mal Straßen und Straßenszene. Haben wir da noch ein paar neue Sachen? Das haben wir, das Fanrennen schon abgeschlossen. Ist noch irgendwo was, was jetzt irgendwie da gibt? Es noch eine Meisterschaft, aber eine Meisterschaft werden wir in der Folge nicht mehr schaffen. Ist sowieso mit modernen Sportwagen. Das haben wir alles. Ich glaube, wir haben schon alle Rennen, oder? Also zumindest mal von den Rundkurs, aber von den Straßenrennen haben wir noch nicht alles. Wenn ich es richtig sehe, dann machen wir das doch einfach mal. Und dann fahren wir doch einfach mal hier hoch schnell. Und dann machen wir das Rennen mal. Habe ich jetzt gerade wieder einen Wheelspin bekommen wegen Level Up? Nee, okay, schon gedacht. Eigentlich ist das perfekte Fahrzeug, um alle Blitzer zu machen und auch alle Blitzerzonen. Also, das ist nicht mehr feierlich. Ey, das ist einfach krank, ey. Wie schnell man einfach auf 400 ist. Weißt du, das, was manche Fahrzeuge von 0 auf 100 brauchen, macht der halt einfach auf 400. Das ist einfach nur krank, einfach nur. Aber im positiven Sinne natürlich. Warum geil ist, dass er auf der Straße noch slow steht, ja? Nee, hier ist nichts mit slow. Vorsicht. Obacht. Ohne Worte einfach nur, dieses Fahrzeug. Ohne Worte. Krank.
Einfach nur krank. Ja, das andere DLC-Fahrzeug gucken wir uns auch mal noch an. Die Tage. Weiß noch nicht genau wann, aber wir werden es uns auf jeden Fall mal anschauen. Guck mal, da war Tamin. Geil. Aber da hast du es gar nicht mitgekriegt, als ich an ihm vorbeigefahren bin. So, egal. Das Rennen machen wir auf jeden Fall. Solo, jawohl. Und jetzt gucken wir mal, gegen was für andere Geschosse wir jetzt hier antreten müssen. Puh, krasses Ding. Ihr merkt, ich komme gar nicht drauf klar. Aber da kann man auch nicht drauf klarkommen. Okay, die Konkurrenz hat ja eigentlich keine Chance, normalerweise. Aber wir wissen ja, dass die dann nie verhext auf einmal schnell. Wobei, ja, da ein FX6K fährt noch mit, sehe ich jetzt gerade. Und auch ein paar dabei. Aber der Manta, ist klar, dass der Manta so abgeht, ne? Dann merkt man halt, dass die drei Avatare, ja, nicht gerade unbedingt die gleiche Spielphysik haben. Wow, Alter, habt ihr das gesehen? What the fuck, man, was war das jetzt gerade? Einfach mal abgeschossen. Boah, die Wasserpfütze ist aber scheiße. Oh, da haben wir einen Wheelie gemacht. Ja, und die drei Avatare kommen auch mit der Leistung nicht so ganz klar, habe ich das Gefühl. Ja, ein bisschen Cochon, das braucht man halt. Auch so geil, hier an den Highlands zu fahren, finde ich mega geil. Da sagt nochmal einer, England ist überhaupt nicht gut für ein Horizon-Teil. Die haben überhaupt keine schönen Straßen und Landstriche. Oder Großbritannien, muss man sagen, weil es ist ja eigentlich mehr Schottland als England. Aber ich sag halt immer England, das meine ich ja nicht böse. Na gut, klar, man muss sagen, realistisch betrachtet wären die Straßen deutlich schmaler. In Großbritannien, die haben richtig schmale Straßen. Aber ganz ehrlich, wenn sie so schmale Straßen gemacht hätten, dann das wäre ja nur Frust gewesen. Ich finde es okay. Sie sehen trotzdem aus. Die Straßen wie englische Straßen sind halt ein bisschen breiter, aber was soll's. Ein bisschen breite Straßen schaden ja nicht. Sind dennoch schmaler, muss ich sagen, als in Horizon 3. Von dem her alles cool. Und ja, die Konkurrenz, also bei den Straßenrennen, da stimmt irgendwie was noch nicht, habe ich so das Gefühl. Was die drei Avatare angeht, was sie fahren und auch wie stark sie sind und so, das kommt ein bisschen skurril rüber. Aber okay. Ja, Einfluss geworden. Und was wir jetzt noch machen können, eigentlich total dumm ist, dass ich es wieder nach der Folge erst mache. Aber das mache ich jetzt mal noch. Ich möchte das Ding gern mal meistern, weil das Fahrzeug werden wir garantiert nochmal verwenden. Und das heißt, wir machen jetzt hier mal wirklich das Ding komplett. Ich will es mal komplett machen. Mal gucken, ob die Punkte reichen. Ich will das Ding mal richtig jetzt aufpimpen. Nochmal am Ende. Ich weiß, total dumm. Aber warum nicht? So, die Wheelspins mache ich am Ende, weil sonst mir das ein bisschen zu viel. Ich glaube, es reicht nicht. Nee, wir brauchen für oben 40. Das kriegen wir nicht hin. Okay, ganz voll kriegen wir ihn nicht, aber trotzdem können wir da ordentlich schon mal das Ding investieren. So, dann machen wir hier den Spin noch schnell. Vielleicht kommt ja jetzt auch was Cooles mal noch rein am Ende der Folge. Ja, 175.000 nehme ich gerne mit. Wir können nochmal drehen. 140.000. Ja, die 250 obendran hätte ich zwar lieber genommen, aber die nehme ich auch. Dann drehen wir nochmal. Jetzt kommt das Geld aber rein hier. Jetzt kommt es aber rein. So, dann machen wir das noch. Ich gucke auch gar nicht, was alles für Fähigkeiten sind. Wir machen den aber voll. Ja, und wie gesagt, die letzte können wir nicht machen. Das ist ja dann quasi die nächsten 10 Kampagnerennen, wäre das, glaube ich. Oder was wäre das? Die 10 nächsten Kampagnerennen
haben 200%igen Einflussbonus. Ja, der ist natürlich cool, aber da fehlen wir uns jetzt die Punkte, aber ist jetzt auch egal. Aber den wollte ich einfach voll machen, weil, wie gesagt, es war dumm, dass ich erst jetzt mache, aber das hat er sich verdient. 90 ausgegebene Fähigkeitspunkte. Ja, sehr gut. Leute, ich bin jetzt aber raus. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Das soll es gewesen sein mit dem Agera RS erstmal. Aber wie gesagt, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Dazu ist das Ding einfach zu geil. Ja, ich bin jetzt aber raus. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Ob heute nochmal eine Folge kommt, lasst euch überraschen. Ich bin raus. Macht's gut. Ciao.